Ja, ein paar Verrückte, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde, sind noch da geblieben zum letzten Formel-1-Test der Saison 2019. 2019 ist vielleicht nicht so ganz korrekt, denn es geht schon hauptsächlich um 2020. Ist ja in diesem Jahr kein Rennen mehr, würde nicht viel Sinn machen, da noch viel von diesem Jahr zu testen. Ja, es geht hauptsächlich um die Reifen, es ist ein Reifentest. Etwas traditionell schon fast. Nach dem Saisonfinale hier in Abu Dhabi gibt es dann eben noch diese zwei Tage, Dienstag, Mittwoch. Im kommenden Jahr wird das noch ein bisschen geändert, da kommt noch ein weiterer Testtag hinzu. Wieso ist dieser Test hier so wichtig? Er ist tatsächlich viel, viel wichtiger als in den letzten Jahren, denn es gab schon viel Streit über die nächstjährigen Reifen im Vorhinein. Wie hat das Ganze angefangen? Man hat sich überlegt, okay, wir wollen neue Reifen, dafür gibt es den sogenannten Target Letter. Das ist ein Brief, wie der Name sagt, oder es ist ein Schreiben, in dem drin steht, was man sich von den Reifen im nächsten Jahr erwartet. Also das heißt, wie sie abbauen, wie sie sich verhalten bei Überhitzung und so weiter. Da hat man während der Saison eine kleine Veränderung vorgenommen an diesem Target Letter und Pirelli hat ja per Reglement 25 Testtage während der Saison. Diese 25 Testtage, die werden jeweils immer von einem einzelnen Team durchgeführt. Da gibt es ein strenges Pirelli-Programm bei diesem Test und diese Tests dienen einfach nur dazu, den nächstjährigen Reifen zu entwickeln. So, jetzt habe ich während der Saison eine Änderung im Target Letter. Heißt, die Entwicklung ist teilweise vielleicht hinfällig aus diesen offiziellen Pirelli-Tests. Deswegen hatte Pirelli einen zusätzlichen Test noch beantragt, weil man auf eine Mischung oder auf eine Konstruktion hauptsächlich gestoßen ist am Ende dieser Tests, die sehr vielversprechend war, die diese neuen Ziele erreichen würde. Um diesen Test gab es dann viel Streitereien. Mercedes, Ferrari und Red Bull wollten da ein Auto für stellen. Die anderen Teams haben gesagt, ja, nee, das ist ja ein zusätzlicher Test, der ist nicht im Reglement festgeschrieben. Die haben dann natürlich schon wieder einen Nachteil gewittert. Auch verständlich, wenn die großen drei ausgerechnet dann auch noch ein Auto zur Verfügung stellen. Pirelli hat aber gesagt, wenn wir diesen Reifen so bringen wollen, dann müssen wir das noch auf einer repräsentativen Strecke mit hohen lateralen Kräften testen. Diese Strecke war dann eben Barcelona. Gab es viel Hickhack darum, ob dieser Test jetzt nun stattfinden darf oder nicht. Hat letztendlich stattgefunden mit einem kleinen Kompromiss, dass alle Teams in Austin dann die Möglichkeit erhalten haben, genau diesen finalen Reifen, den Pirelli 2020 bringen will, im freien Training zu testen. Jedes Team hat dafür oder jeder Fahrer hat dafür noch zwei Sätze zusätzlich zum eigentlichen Kontingent des US-Wochenendes bekommen. Soweit so gut, soweit schon mal der erste kleine Skandal. Dann gab es das erste Feedback aus Austin und das war verheerend. Die Fahrer haben den neuen Reifen zerrissen, haben gesagt, der ist kein bisschen besser, der ist schlechter, die Balance war irgendwas. Auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung. Das Feedback war so verheerend, dass man gesagt hat, okay, wir wissen jetzt gar nicht, ob wir den 2020er Reifen tatsächlich hernehmen in der kommenden Saison. Viele forderten, ja, bleiben wir doch beim aktuellen Reifen, beim 2019er Reifen. Und deswegen ist dieser Test, der hier hinter mir stattgefunden hat und am Mittwoch noch stattfinden wird, so entscheidend. Denn da hat man sich vorgenommen, okay, wir probieren den Reifen nochmal komplett aus, schauen, was er wirklich kann und dann entscheiden wir, fahren wir 2020 mit den 2019er Reifen nochmal oder bringen wir die neue Generation der Pirelli-Pneus. Pirelli hat von Anfang an gesagt, ja, der 2020er Reifen, der braucht natürlich auch eine andere Abstimmung am Fahrzeug. Diese Zeit hatte man in Austin gar nicht, dass man die Autos perfekt auf diesen Reifen einstellen konnte. Er hat auch eine leicht andere Form, er hat eine andere Konstruktion, er hat ein anderes Profil. Wenn wir bei einem Slick-Reifen jetzt von dem Profil sprechen, muss man das vielleicht ganz kurz erklären. Der Reifen ist jetzt, also Der Gummi auf der Konstruktion drauf liegt nicht überall gleich dick an. Der ist mal dicker, mal ein bisschen dünner und was auch immer. Je nachdem, wo der Reifen bewegt wird. Deswegen hat Pirelli nicht nur Mischung und Konstruktion, sondern auch am Profil gearbeitet. Das Ganze hat zur Folge, dass der Reifen sich anders verhält, von der Form her erstmal ein bisschen voluminöser zu sein scheint und natürlich auch aerodynamisch anders verhält. Man musste da ein bisschen ausschneiden am Unterboden, damit der überhaupt funktioniert, nicht dass er ansetzt da am Unterboden oder ankratzt. Das hat man ganz provisorisch gemacht und hier hat man jetzt gehofft, dass man die Autos dann perfekt darauf abstimmen kann und so eben das volle Potenzial des Reifens ausschöpfen kann. So ganz einfach ist es allerdings nicht, denn auch mit einigen Anpassungen sind die Autos nicht perfekt für diese Reifen geeignet. Die Aerodynamik ist natürlich auf den alten Reifen ausgelegt. Es gibt ja auch extra Windkanalreifen, damit die Teams ihre Boliden perfekt darauf abstimmen können. Aerodynamisch gesehen, Tire Seals, also das heißt, wie dichtet man den Unterboden, den Diffusor, perfekt von diesen Reifenverwirbelungen an der Hinterachse ab. Das funktioniert natürlich, wenn ich jetzt einen ganz anderen Reifen bringe, mit dem bestehenden aerodynamischen Konzept nicht so ganz optimal. Also das heißt, Abstriche musste man machen, man hatte aber hier deutlich mehr Zeit, die Autos drauf einzustellen. Pirelli
will, dass man 2020 mit den neuen Reifen fährt. Sie sagen zwar auch, ja, der 2019er Reifen ist ja auch ein super Reifen, mit dem könnten wir schon fahren, aber die Kräfte werden höher, die Autos werden wahrscheinlich schneller und dann müssten wir mit dem Luftdrücken noch weiter hoch und das will ja eigentlich keiner. Außerdem haben wir da schon Ideen für 2021 drin in dem 2020er Reifen und deswegen würden wir schon ganz gerne sehen, dass der auch zum Einsatz kommt. So, Luftdruck ist ein interessanter Punkt. Pirelli schreibt ja Mindestdrücke für die Reifen vor, das heißt, die Teams dürfen unter diesem Mindestdruck gar nicht gehen. Das macht Pirelli aus einem Grund. Sicherheit. Pirelli will alles, nur keine Reifen schäden. Das wäre natürlich der PR-mäßige Super-GAU. Ist natürlich auch gefährlich. Deswegen schreibt man da Mindestdrücke vor. Pirelli ist da immer sehr, sehr konservativ, wenn es darum geht. Gab es ja auch schon viel Kritik. Die Fahrer, denen gefällt das natürlich gar nicht, dass die mit so hohen Luftdrücken hier fahren müssen. Hohe Luftdrücke heißt natürlich, übertrieben gesagt, der Reifen formt sich so, die Auflagefläche ist kleiner, er arbeitet nicht so sehr. Deswegen hat man weniger mechanischen Grip. Pirelli sagt aber jetzt, der 2020er Reifen, Moment mal, der ist ja auf andere, mit anderen Eigenschaften designt worden. Da gingen wir von höheren Kräften aus. Der funktioniert besser mit niedrigeren Luftdrücken, da können wir uns das erlauben. Der hat da die Integrity, um die gleichen Kräfte mit niedrigeren Luftdrücken auszuhalten. Also, was hat man gemacht? Man hat die Reifendrücke nur für den 2020er Reifen um 1,5 PSI herabgesetzt. Für die 2019er Reifen, die hier auch übrigens getestet werden, bei diesem Reifentest, einfach, es werden Back-to-Back-Tests gefahren, damit man einen perfekten Vergleich hat. Und ja, für die gelten weiterhin die Drücke, die am Rennwochenende galten. Jetzt kann man sagen, okay, macht Sinn, da so operiert der 2020er Reifen in seinem optimalen Fenster. Der ein oder andere glaubt aber auch, dass Pirelli das Ganze macht, nur um den Teams den Reifen ein bisschen näher zu bringen, damit sie sich dann für den entscheiden. Ich habe gerade schon gesagt, 2019er Reifen werden auch gefahren. 20 Sätze gibt es hier für die zwei Tage für jedes Team. 12 Sätze davon hat Pirelli bestimmt. Da sind ein paar 2019er dabei, ein paar 2020er. Wir haben das alles in der Testvorschau und noch für euch zusammengefasst. 8 Sätze dürfen sich die Teams dann jeweils immer noch selbst aussuchen. Das heißt, es wird hier reichlich unterschiedliche Daten geben. So, jetzt viel Theorie, habe ich schon gesagt. Wie sind denn so die ersten Eindrücke? Man muss da tatsächlich sagen, viele Eindrücke haben wir nicht gehört. Denn offizielle Media-Sessions sind hier absolute Mangelware. Kimi Räikkönen hat seine komplett abgesagt. Nicht nur unser Interview, das eigentlich versprochen war hier. Sebastian Vettel hat auch nicht gesprochen. Von dem hätten wir natürlich sehr gerne Feedback gehört. Denn der hat ja in Austin Pirelli relativ hart kritisiert für diese 2020er Reifen. Wirklich gesprochen haben nur Romain Grosjean und Esteban Ocon. Romain Grosjean war ziemlich kritisch, der hat nichts Gutes gesehen an dem neuen Reifen, meinte kein Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr. Esteban Ocon war so vorsichtig, der hat zu den Reifen eigentlich gar nichts gesagt, da ging es hauptsächlich darum, dass er wieder zurück bei Renault ist. Und so mussten wir selbst so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und vielleicht auch mit Leuten mal sprechen, die offiziell keine Media Session gegeben haben. Und da war das Feedback tatsächlich auch nicht besonders positiv für Pirelli. Man hat uns sogar gesagt, abgesehen davon, dass sie sich ähnlich verhalten, was Überhitzen und so weiter angeht, was man ja eigentlich alles beheben wollte, sind sie auch noch deutlich langsamer. Ein oder andere hat sogar von einer Sekunde gesprochen, die sie langsamer sein sollen. Allerdings bin ich da auch vorsichtig, denn die haben die anderen Reifen genauso kritisiert am Anfang der Saison, haben jetzt viel, viel Zeit gehabt, ein Jahr lang die Reifen zu lernen und jetzt packt man da neue Reifen drauf und dann sollen die auf Anhieb gleich alles perfekt verstehen. Also da finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht auch etwas Nachsicht walten lassen. Trotzdem, ich glaube, ganz blind sind die Fahrer dann auch nicht, vor allem wenn es ums Gefühl geht und wenn das kein großer Fortschritt ist, ist es natürlich insgesamt schon schade. Ja, wie geht's weiter? Es wird Mittwoch eben nochmal getestet. Sebastian Vettel wird nicht mehr in das Steuer greifen. Für ihn war das heute der letzte Arbeitstag im Auto. Charles Leclerc wird übernehmen. Generell sind hier sehr, sehr viele Stammfahrer unterwegs. 17 von 20 Fahrern, die 2020 auch im Grid stehen werden. Lewis Hamilton lässt sich entschuldigen. Von ihm kennt man es ja schon. Der ist nicht so der richtige Testgott. Aber eben auch aufgrund der Wichtigkeit dieses Tests hat man hier hauptsächlich Stammfahrer. Und ich habe ja gesagt, es gab nicht besonders viele Media-Sessions. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Teams da ganz vorsichtig sein wollen. Denn wenn jetzt ein Fahrer kommt und sagt, der Reifen funktioniert gut und das Team stellt fest, dass uns der Reifen eigentlich nicht so ganz liegt und dann kommt es zur Abstimmung und dann stimmt das Team plötzlich dagegen, dann sieht das natürlich ein bisschen komisch aus. Deswegen glaube ich, wollen die Teams die Fahrer ein bisschen im Zaum halten, dass die nicht zu viel Stimmung machen, warten vielleicht ihre Analysen erstmal ab und schauen dann, was politisch für sie am besten ist. Ist natürlich nicht schön, aber so ist die Formel 1 leider. Wenn es diese Abstimmung denn gibt, ja, ist eben so. Trotzdem, ich habe gesagt, 17 von 20 Fahrern der nächsten Saison. Williams und Toro Rosso haben sich hier tatsächlich auf Paydriver eingelassen. Jean Gilael und Roy Nissany sind am Steuer gewesen, wenn auch nicht lange Zeit. Beide sind auf den Plätzen 11 und 12 auf den letzten beiden Plätzen gelandet. Also
es zeigt sich, die Qualität ist eben doch ein Stückchen besser. Was gab es sonst noch von diesem Tag? Sauber oder Alpha musste den Tag etwas frühzeitig beenden wegen Technikproblemen. Max Verstappen war der Rundenkönig, 153 Runden, fast 3 volle Renndistanzen hier gefahren, richtig viel los. Und Sebastian Vettel hat das Jahr, man kann schon fast sagen, beendet, wie es begonnen hat oder wie es über weite Strecken des Jahres zumindest lief. Er hat sich nochmal gedreht, kleiner Zweikampf mit Sergio Perez, nichts Dramatisches. Ich glaube, so ganz schuld war er auch nicht. 100%ig die Schuld Perez würde ich jetzt auch nicht geben wollen, aber trotzdem eine kleine Randgeschichte. Trotzdem auf Platz 2 beendet, Valtteri Bottas auf Platz 1. Die Bestzeit des Bottas übrigens mit dem 2019er Reifen gefahren, aber besonders aussagekräftig, sage ich an der Stelle auch, sind diese Zeiten, die wir da heute gesehen haben, nicht. Eine 1:37.1 des Bottas gefahren war damit schnellster und eine 1:34.7 war die Qualifying-Zeit von Lewis Hamilton für Pole Position. Also die Zeiten, die genießen wir mal mit Vorsicht. Morgen geht's weiter. Wir freuen uns auf den allerletzten Tag der Formel 1 in der Saison 2019.